Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 1 mit dem heiligen Tau, der in Flammen steht. Ja, der in Flammen steht, das erinnert mich irgendwie an den Film. Naja, ist auch egal. Ich bin irgendwie feuerimmun. Warum bin ich Ja, feuerimmun? Keine eben Ahnung. gerade sind wir hier Ja, die ganze jetzt, Zeit. jetzt, jetzt! Jetzt Juhu, brennt er. Eben gerade ich sind bin wir die die ganze Zeit Menschheit in der rumgehüpft, um Fackel. hier hochzukommen. Aber ich habe es zweimal geschafft und danach nie wieder. Weiß ich auch nicht wieso. Und wir befinden uns in einer neuen Aufnahme. Wir waren ja mitten in der Höhle, sind nochmal kurz zurückgelaufen, weil der liebe Tau ja ein paar Grafikprobleme hatte, die wir wieder beseitigt haben. Und das heißt, wir sammeln jetzt die letztlichen Kristalle. Haben wir. Oh, da habe ich kurz aufgestoßen. Haben wir eigentlich Claptrap geholfen? Soviel ich mich erinnern kann, ist ja schon ein bisschen her, um es mal ehrlich zu sagen. Nee, haben wir noch nicht. Da kamen dann schon die Grafikbugs. Die kamen ja hier um die Ecke, um die Ecke drumrum. Oder nach dieser kleinen Ecke hier. Oh, geht. Das ist aber nett von den Monsterchen. Ja, super. Ein Schuss noch drin kannst. Ich muss mein Mikro ein bisschen lauter stellen, ich höre dich ja kaum. So. Oh. Ah. So, Lautstärke. Ein Kristall nehme ich mir, den Chris kannst du ja schnappen. Ja, Gut, ich dann. Ja, was? bin gerade mal am gucken. Moment, wegen Lautstärke und so weiter. Ich muss ja, kann ich mal kurz erzählen. Ich habe nämlich gerade mein Wohnzimmer umgebaut. Das heißt auch mein Rechner und so weiter. Deswegen wollte ich mal gucken, ob das alles auch bei mir läuft. Und ja, von der Lautstärke her und so weiter hört sich das eigentlich ganz gut an. So, wieder zurück zu dir, Zero. Ja, wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen, damit wir wieder da sind, wo wir herkamen und Claptrap retten können. Ich finde, das ist Das ein war sogar schwerer hier. Name. Aber erstmal den dicken hier. Waren hier nicht diese komischen Würmer? Ja, blau, blau, blau. Was ist da blau? Was ist da blau? Das Was ist ist da für blau? mich, das ist für mich. Verzieh Ah, dich! das gibt's doch gar nicht. Ich bring dich um, wenn du das Ding anfasst. So. 44 SMG-Schaden, Quecksilber-Skill und Guild-Power. Müssen wir gleich mal gucken. Ich werde von irgendwo angegriffen. Klar. Ach, da liegt er ja, tatsächlich. So. Ich glaube, die Gegner haben sich verändert, oder? Ja, irgendwie schon. Scheint ein bisschen random zu sein hier unten. Guild-Power. Was war Guild-Power? War das nicht hier unten irgendwas? Oh, einer fehlt uns noch, einer von den Kristallen. Hast du irgendwas übersehen? Oder ich? Nö, wir haben ja hier noch ein paar. Okay, Girl Power ist jetzt nicht so der Hammer. So, jetzt haben wir sie alle. Okay, Claptrap Hab jetzt retten. hier hinten noch ein paar geholt. Bäh. Sicher war, dass wir ihm noch nicht geholfen So, haben? da. Achso. Jetzt haben wir das. Oder sind wir jetzt in einer ganz anderen Höhle und nicht bei den Würmern? Oder bin ich jetzt Also, verwirrt? ich habe da gerade ein paar Käfer gesehen oder Würmer, Käfer, wie auch immer. Ich bin der Meinung, das ist die Höhle. Okay. Retten wir erstmal Claptrap. Okay. Hier oben müsste das ja sein, oder? Ja, irgendwo am Ende. Das Gute ist, die Truhen sind jetzt wieder respawned. Das ist natürlich richtig. Ah, nee, das ist eine andere Höhle. Wir sind ja jetzt bei New Haven. Das ist ja eine ganz andere Höhle, glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. In dem Sinne eine andere. Wir hatten ja schon mal die Würmer, glaube ich, ne? Und schon mal Glaube ja. diese Kristalle gesammelt, glaube ich. Es wirkt alles nur so vertraut, aber es ist fremd. Sagen wir mal so, sie ist ähnlich. So, was haben wir denn hier? Zack. Zack. Was war's mit dem? Gott, dieser Schläger. Krass. Ach, du hast die Kiste geöffnet. Ja, war aber nur eine kleine. Okay, gut, dann machen wir weiter. Das war auch nur eine kleine. Ja. Oh, aber die hat wieder nur ein Magazin von 12. Oh, du bist gleich tot. Ach Quatsch. Helden sterben nie. Nie sterben, ey. Waren übrigens nur zwei Assault Rifles drin, also nichts Besonderes für dich. Achso, okay. Aber ich habe mir jetzt eine genommen, obwohl die wieder nur so ein 12er-Magazin hat. Ich versuch's trotzdem mal damit.
Guck, was ist denn hier? So Loot. Du kämpfst, ne? Gut. Oh, hier ist ein Talhader. Ja, da klaut er dir mir den Bein. Kill! Killstealer. Das macht nichts. Wir kämpfen jetzt. Oh, guck mal hier. Haben wir ein bisschen was zu futtern? Ja. Nom. Müssen wir was für Claptrap mitnehmen? Der freut sich bestimmt. So, wo müssen wir lang? Hier? Wollen wir hier mal lang? Oder kommen wir von hier? Oder? Da hinten ist die Kiste. Das habe ich sofort gesehen. Loot. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ach, da hinten bist du hier. Du machst das schon, ne? Ja, alles wird gut. Schnapp dir ruhig mal die Kiste. Ich laufe mal hier durch die Gegend und metze ein bisschen. Mir ist das irgendwie ganz schön dunkel, muss ich ganz ehrlich zugeben hier. In der Aufnahme scheint wohl nicht so. Ich sehe das ja nebenbei. Komisch. Müsste ich vielleicht mal meinen Monitor ein bisschen heller stellen, obwohl ich das schon gemacht habe. Mach ich mal in der nächsten Folge. Mach das. Ey, hier kommen ja immer mehr! Jedes Mal, wenn ich Borderlands aufnehme, habe ich so ein Gefühl, dass es flüssiger wird. Weiß ich, irgendwas muss ich vorher spielen, was irgendwie nur 30 FPS hat. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie Assassin's Creed oder so. Das hat nur 30 FPS und dann wirkt das alles so schnell. Oh, eine kleine Kiste. Eine kleine natürlich. Es ist keine kleine. Kommst du bitte her? Ich habe hier einen Class-Mod gefunden für eine Sirene. Und ein SMG in grün. Ich weiß nicht, ob die vielleicht besser ist. Glaube ich zwar nicht als deine. Oh, die Granaten nehme ich aber mit. So. Da kannst du dich gerne bedienen. Ich bediene mich am Klo. Stille Entschlossenheit? Was ist stille Entschlossenheit? Das kann ich dir nicht sagen. Gewährt im Anschluss an den Facewalk für einige Sekunden Widerstandsfähigkeit, ja, nö. Ist jetzt nicht so Hammer. Ist nicht so der Bringer. So, dann weiter. So, Reparaturkit hast du jetzt aber noch nicht gefunden, oder nö, so? Nö, oder? Ich war gerade mit einem Knallharten beschäftigt. Okay. Müssen wir hier irgendwo lang, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Na, wir laufen hier im Kreis und dann kommen wir da an. Lauf ich gerade zurück, kann das sein? Ich weiß nicht. Achso, ja, hier war ich ja schon. Hier oben. Hui. Hallo. Hä? Ich kann dir leider nicht helfen, ich bin hier hinter einer Röhre. Was machst du denn da? Keine Ahnung. Hallo, ich komme hier nicht durch. Das ist ein bisschen blöd, da kannst du hier nicht ducken und dann durchlaufen. Nee, der Stuhl ist im Weg. Tatsächlich. Okay, ich gehe hier mal weiter. Jo, mach das mal. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um, schnapp mir den ganzen Loot und die Heilung. Natürlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe gerade wieder zum Anfang. Ja. Kommst du her? Oh, was bist du denn für einer? Ein knallharter Gift. Wie heißen die? Skydit? Gut, ich würde sagen, du chillst da hinten, ich kämpfe hier gegen Boss. Tschüss. Oh, eine Säure-Artefakt. Klasse Sirene. Weiß gar nicht mehr, ob du Säure brauchst. Stimmt, ich bin schon wieder bei Claptrap. Ich laufe also mal Richtung zu dir. Ja gut, hier ist ein kleiner Wahnsinniger. Okay. Er heißt King Vivi. Okay. Ich laufe, ich sprinte, ich versuche ganz schnell zu dir zu kommen. Zum Teufel. Gehen wir mal hier oben. Ah. Ich komme! Tada. Der bekommt null Giftschaden von dir. Der ist voll resistent. Ja, arbeite ihn von beiden Seiten. Hui. Ladegeschwindigkeit ist so gut, ja, aber. Ansonsten um Regengranaten zu werfen? Das ist ja cool. Glaube, ich probiere die mal aus. Mach das. So, da King haben wir dann keine Heilgranaten mehr. Das war sogar eine Quest von uns, den Typen zu töten. Oh, ist ja noch besser. Hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Nö. Ich gehe mal in seine Base, hier hat er bestimmt irgendwo ein paar Truhen versteckt. Okay. Hoffe ich mal. Yeah! Ich komme auch. Stopp! Oh, das ist was für dich. Yay! Yeah. Das ist sogar was richtig Gutes für dich. Das hört sich immer gut an.
Ey, komm mal! Wo denn? Ja. Oh! Nee, der ist um einiges schlechter als meiner. Echt? Ja, ich hab doch so den Vierfach Säure, den ich mir hoch für 100.000 geholt habe. Ja, ich hab nur das Vierfach Elektro gesehen und dachte nur, ah, was ist da was für ihn? Nee. Das 100.000 Euro hätte ich beinahe gesagt, das 100.000 Dollar Ding. Das ist dann doch ein bisschen besser. Wo bist du denn lang? Hier oben lang oder wie? Oder wo? Oder? Hä? Hä? Wo bist du? Das ist immer ein Mysterium. Einmal guckt man nicht hin und schon ist der Zero wieder weg. Hier ist er. Nee. Muss man in die Richtung laufen? Da bin ich doch hergekommen. Du machst das schon. Ich sammle hier so lange noch. Hier ist ein Säureartefakt. Wieso hast du das nicht gesagt? Hab ich dir gesagt. Ein Säureartefakt. Ja. Hier liegt ein Säureartefakt für, und da hast du gemeint, ja, nee, ich mach hier gerade einen Boss. Doch gut. Achso, ja, ich war so in Panik, dass ich nichts gehört habe. Ich hab's allerdings auch nur beiläufig erwähnt. Um ganz ehrlich zu sein. Weil ich nicht mehr wusste, ob du Säure brauchst. Nee, kann ich noch nicht gebrauchen. Aber kann ich verkaufen. Ja. So, wo ist denn das Ding für Claptrap? Also in der Toilette ist er nicht. Der muss ja hier irgendwo sein. Hier müsste das irgendwo sein. Ja, hier. Genau. Oh, ah, hier. Ich seh's. Wo denn? Und wie kommen wir da hin? Wo ist es denn? Ich steck fest! Oh Gott. Wie komm ich denn da hin? Wo ist es denn? Ah, ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Ja, du musst es selber suchen. Ich werde es dir nicht verraten. Och, Mano! Hä? Nein! Ah, okay. Hast du es gesehen, ja? Ja, aber auch nur, weil du hier in die Richtung gegangen bist. Gibt's da noch eine schöne Truhe oben? Du, das hier ist viel zu eng für eine Truhe. Och, schade. Da findest du nichts. Hätte ja klappen können. So, mal gucken, was wir von dem Kleinen bekommen. Schon wie ein Inventar-Upgrade, wie meistens. Oh, manchmal gibt es sogar noch eine Truhe dazu. Oh. So, stärker Tragekapazität ist ja, war ja klar. Kann ich auch gleich mal einsetzen. So, tanzt der jetzt rum oder schickt er uns zu einer Truhe? Das ist jetzt hier die Frage. Der Trap macht keinen Mist. Oh, Toilette. Ah. Oh, noch eine Toilette. Ah. Der kratzt sich nur am Arsch. Was ist zum Teufel? Der Claptrap macht keinen Mist. Jetzt fängt er an zu tanzen, glaube ich. Nee, er fährt noch woanders hin. Wenn er jetzt hier zum Schild hinfährt und das anguckt. Ja gut, dann gibt er uns nichts. Er gibt uns nichts. So ein Arsch. Warte, darf ich. Warte. Das sieht ja eklig aus, als würdest du mit Scheiße schießen. Alter. Ja, so ein bisschen, ne? So, wir müssen zurück. Ich muss meine Maus dafür einsetzen. Wo war nochmal der Anfang? Ach, da unten. Okay, dann sind wir schon da dran. So, dann lass uns mal glatt mal entweder eine andere Quest oder die schon mal abgeben. Aber ich glaube, wir sind sowieso schon in der Nähe von New Haven, ne? Glaube ja. Ich guck mir auch mal kurz in den Laden, kann ich noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich meine, wir haben jetzt nicht so extrem viel gefunden, aber... Ich sagte, wenn man alleine spielt, ist man so reich. So unglaublich reich. Und zusammen bin ich so arm. Willst du mir damit was andeuten, lieber Zero? Nein. Hoffe es. So, was gibt's denn hier momentan? Oh, 45 Sekunden nur noch. Ich warte mal so lange. Ich bin mal so dreist und warte mal so lange.
Ach komm, das ist sowieso nichts für dich dabei. Heute ist mein Tag. Heute ist der Tag der Sirene. Ich habe zwei Sachen schon gefunden für mich. Blop, blop, blop. Macht der Siro da schon wieder? Verzieh dich! Oh Mann. So. 11 Sekunden. Bin ich aber gespannt, was der zum Anbieten hat hier. Ich kann mich so lange ein bisschen heilen. Irgendeinen Schrott bestimmt. Oh, und? Hey, steht auf Null. Warum kommt da nichts Neues? Soll ich aufmachen? Jetzt. Superschnelle Aufladung. Das, was er jetzt hier verkauft, ist besser als der Boss. Der Boss, der das gedroppt hat. Es ist richtig krank. 68er Aufladegeschwindigkeit. Hey, Liege. Naja. Naja. Nur Müll. Tja, ich reise, ne? Ja, ja, macht nichts. Ich, vergessen, mit dir abzusprechen. alles gut, alles gut. War ja sowieso nichts Gutes, was die da hatten in den Läden. Tja, ich glaube, das Spiel ist ausgefallen. Ist nicht dein Ernst, oder? Ja, ist so. Das ist jetzt ein Spaß. Nein. Ich habe keinen Ladebildschirm. Alter, ey, was ist denn mit dem Spiel los, bitte? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß es nicht. Das Geile ist, bei mir funktioniert es ja alles noch. Bei mir lädt es ja. Du bist zum Hauptmenü zurückgekehrt, weil die Verbindung zum Host unterbrochen wurde. So. Ja, ich muss hier kurz alles mal zum Laufen bringen. Spiel nur für Freunde hosten. Ich versuch mal. Vielleicht war es ja wirklich, weil du gerade noch am... Ne? Ja, glaube ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ist sogar schon abgeschlossen. Gut, dann starte ich das Spiel neu. Ja, liebe Freunde, dann warten wir mal wieder auf den Zero. Tja, ich nicht, weil ich schneide das. Ich kann jetzt alles Mögliche sagen. Wie zum Beispiel, meine Zuschauer sind alles Penner. Niemand wird's hören. Es sei denn, es kommt von dir. Richtig. Tja, liebe Leute, ihr wisst also, was damit gemeint ist. Ne? Der Zero will jetzt aufhören, also kommt alle mit zu mir. Nein, natürlich nicht. Ich ruhig 5 Minuten spielen sollen. Mehr Zeit nehmen. Spackt jetzt Teamspeak rum oder spackst du rum? alles easy, oder? Du bist am Laggen wie Sau. Jedenfalls bei mir. Ja. Aha, kann gar nicht sein. Ich lade gar nichts mehr hoch. Jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Was war das gerade? Ich hab dich auf jeden Fall jetzt mal eingeladen. Achso. Ich hab gerade so einen ganz komischen Ton gehabt. So. Ich hab angenommen. Da, ich komme. Schön. Ich krieg mein Fenster nicht weg, so. Zack. Sie rede. Wir starten. Ich hoffe jetzt nur, dass es auch wieder mit den Quests und so weiter passt. Hoffentlich. Ja, sieht alles gut aus bei mir. Ja, nur dass wir jetzt gerade, haben wir diesen Chrom nicht schon getötet? Nö. Nee, haben wir noch nicht. Folgezeilernte. Ja, tatsächlich, das haben wir schon alles gemacht. Yay! So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, ja, bei mir auch anscheinend. Ich glaube, die Ladescreens sind echt das Gefährlichste in diesem Let's Play. Ja, definitiv. Man merkt es extrem. Oh, wer seid ihr denn da hinten? Komm! Nicht getroffen? Nicht getroffen? Oh. Ich hab irgendwie das Gefühl, die verlieren irgendwie kein Leben, aber die sterben. Naja. Liegst du das ja an einer heftigen Schrot? Wer weiß. Boah!
Alter, hab ich mich erschrocken. Ich weiß, ich hab einen Fetisch. Das kannst du doch nicht bringen. Ich muss Dinge zu explodieren bringen. So, das wo müssen wir jetzt hin? Quest abgeben, oder was? Wollen wir ja. Können wir machen, ja. Hinter dir. Das macht nichts. Das sieht hier oben irgendwie krass danach aus, als ob es hier irgendwas gibt. Nein, gibt's natürlich nicht. Ah, diese 12 Schuss immer. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Ich liebe das Gewehr. Es erinnert mich immer an Halo. Ich liebe Gewehre, die mich an Halo erinnern. Yeah, Level 27. Wie? Endlich, der Tag ist gekommen. Ich hab Zero überholt. Das gibt's ja gar nicht. Keine Angst, das hole ich zurück. Ah, ich hab da auch keine Angst vor. Du hast bestimmt so, während wir nicht aufgenommen haben, gelevelt, oder? Ja, natürlich. Ich hab nichts Besseres zu tun, als mich in meiner Freizeit auf Borderlands zu konzentrieren. Nichts anderes zu spielen. Hast dich bestimmt in die Anfangsstadt gesetzt und alles möglich umgebracht. Ja, klar. Oh, man kann da nicht hoch. Nee, anscheinend nicht. So, auf jeden Fall möchte ich gleich nochmal leveln. Mach das! Aber ich hab Schiss, den Zero alleine laufen zu lassen, sodass er wieder irgendwie 80.000 Kisten lootet. Ja, die Kisten sind ja respawned. Ja, deswegen, ja. Frage ist, wo waren sie? Hier oben war eine. Weiß ich noch. Yay! Müll und noch mehr Müll. Tja, das liegt daran, dass wir schon über dem Level sind der Kisten. Ja. Ja, scheiße und scheiße. Aber kann man alles verkaufen. Okay. Huch! So, Säurekristallernte. Klasse Sirenen. Säureschaden. Und King Killer haben wir auch fertig. The Spy kriegen wir dafür. Das ist eine SMG. Und vermisste Personen haben wir letztes Mal bekommen? Oder haben wir letztes Mal bekommen, genau. Ja. Okay. So. The Spy, eine SMG. Ja, ist jetzt nicht leider so meins. Ein Säureartefakt habe ich bekommen. Das ist ja interessant. Ich denke mal, wir müssen dann als nächstes. Ach nee, der Saboteur können wir gar nicht machen. Das war die verbackte Scheiße. Ja, genau. Dann. Ja, lass uns die vermisste Person machen, das ist hier in New Haven. Ah, ich bin auch 27. Bam, bam, bam. Na, endlich. Das liegt bestimmt daran, dass ich jetzt 4% Teamerfahrung gegeben habe. Das heißt, ich habe einen Teil meiner Erfahrung an dich abgegeben. Ah, ja. Mhm. Das ist alles wegen mir. Jetzt kannst du mal sehen, wie nett ich bin. Kannst du die Quest auswählen, währenddessen du hier rumstehst? Hier gibt es ja zwei verschiedene. Bei verschiedenen Waffenläden. Ja. Oh, die Schrote ist geil. Die Schrote ist echt gar nicht so schlecht. Natürlich relativ teuer. Aber Level 31, bis dahin könnte ich dann 50.000 bessere Waffen gefunden haben. Und sonst ist hier noch eine Battle Rifle, die nicht wirklich toll ist. Die blaue Assault Rifle ist gar nicht mal schlecht hier, die ganz normale im Laden. Das Problem ist, die hat ein 6er Magazin. Das ist ja noch schlechter als das 12er. Macht halt ein bisschen mehr Schaden und ist ein bisschen zielgenauer. Hat aber eine Feuerrate von, nichts. was ist das denn? Was sehe ich denn da Schönes? Die Quest ist es bestimmt nicht, oder? Nein, Entschuldigung. Ich bin halt so eine Shopping Queen. In Spielen immer. So, wo wollen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Die vermisste Person. Achso, die vermisste Person. Moment. Wo ist sie denn? Da ist die vermisste Person. So, wir müssen. Auch mal auf die Karte. Los, da hinten hin, okay. Oder ganz hinten hin. Wir können uns ja Autos, glaube ich, nehmen, oder? Können wir hier Autos? Ich glaube schon. Theoretisch schon, ja. Also wirklich fahren kann man hier nicht. Ist ja keine gerade Strecke. Na gut, aber. Okay, wir sind schon da. Jetzt schon.
Okay, tatsächlich. So eine kleine Ebene hier, ne? Okay, da wird es wahrscheinlich nichts geben. Wie kommt man hier hoch? Ach, hier. Wieder mal ein bisschen zu weit gerannt. Ha, habt ihr vermisste Person gefunden? Ihr geht's gut. Ich glaube, das ist nicht so ganz ernst gemeint. Diese Leiche entspricht der Beschreibung von Sean Stockel. Stockely. Er ist da, ich habe keine Ahnung. Das Wort Reaver war in seine Stirn geritzt. Der Mann ist mit einem Zettel in der Hand gestorben. Auf dem Zettel steht: Vater, ich bin's. Nee, ich bin Chroms Armee beigetreten. Versuch nicht, mich zurückzuholen. Bei denen habe ich ein besseres Leben, als ich es bei dir je hatte. Und mein neuer Name, sie nennen mich Reaver. Ja, cool. Vielleicht hätte ich die Quest annehmen sollen. War das eine Quest? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Er ist jetzt automatisch, glaube ich, auf hier die Chrom-Quest geswitcht. Ja, aber die Chrom-Quest machen wir später, weil die ist 25 und wir haben noch 24, 23 haben wir da. Rust Common West machen wir. Kommt drauf an, welche zuerst. Such sie aus. Okay, das. So. Wo ist er? Da ist er. Der Autowagen. Ja, genau. Genau. Rache. Rache. Oh. Hat keiner gesehen. Ich wollte gerade noch voll Power in dich reinknallen. Tja, ich hab extra nach hinten geguckt, ich wollte schießen. Aber du warst noch so weit weg. Ja, ich musste auch erstmal mein Fahrzeug mal wieder auf die richtige Seite drehen. Ich glaube, ich sollte mein Handy mal auf lautlos stellen. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ja, danke! Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, Ero, und auf Wiedersehen. Hi! Das Duell. Ja gut, dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Yeah, ich hab das Duell. Oh, ging fest.